Ladies and gentlemen, we now present Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, Freunde und Fans einer weltbekannten, beliebten und seit mehr als 10 Jahren fantastisch erfolgreichen Gruppe aus Schweden. Ich bin extra aus dem USA in ein Studio des schwedischen Fernsehens gekommen, um Ihnen und vielen anderen Zuschauern rund um die Welt ABBA zu präsentieren. Ich vergaß mich Ihnen vorzustellen. Ich habe zwar schon in Ihrem schönen Land gearbeitet, natürlich im Fernsehen, aber vielleicht haben Sie mich wieder vergessen oder Sie kennen mich tatsächlich noch nicht. Mein Name ist Cavett. My name is Cavett, Dick Cavett. Und warum ich versuche, Deutsch zu sprechen? Meine Großmutter ist in Deutschland geboren. Leicht ist es nicht für mich. Und wenn ich mit ABBA Englisch rede, bitte haben Sie Verständnis, ja? Okay. Entschuldigen Sie mir bitte. Wir beginnen mit einem kleinen Rückblick auf große Erfolge. Wie sagt man bei Ihnen? Gute Unterhaltung. Ja. Thank you.
worshipped this group like for 8 years. And this was the most orgasmic moment of my life. Knowing me, knowing you. I don't know why I do. I just like them. There's nothing really special about them. They're only human beings. Wenn mich nicht alles täuscht, ist dies der Björn. In Amerika würde man ihn wahrscheinlich immer nur John rufen. Ich bin sicher, dass man dort mit seinem Namen ganz schön Witze machen würde. Neben ihm sitzt Frieda Lyngstad. Agneta Feldskog. Ich glaube, richtig ist Agneta. Und schließlich zuletzt der allerletzte. Oh, das hört er wohl nicht so gern. Allerdings. Benny Andersson. Einer von euch war bereits mit 17 Jahren ein Gesangsstar. Wenn ich mich nicht irre, war es Agneta? Ich war zwei. Nun, Gesangsstar würde ich nicht sagen. Meine Karriere begann mit 18. Vielleicht war es Frieda. Ich war 13, als ich anfing. Einer von euch hat einmal geschildert, was für ein aufregendes Erlebnis es ist, wenn man die Musik, die man geschrieben hat, zum ersten Mal mit allen Instrumenten vorgespielt bekommt. Dieses Erlebnis haben wir immer, wenn wir mit unseren Titeln zum ersten Mal im Plattenstudio auftauchen. Wenn wir etwas geschrieben haben und die Musiker beginnen, mit ihren Violinen, Hörnern und so weiter unsere Melodien zu spielen. Das ist schon ein tolles Gefühl. Ich kann mich erinnern, dass dieser Moment auch mir einmal eine ganz besondere Kraft verliehen hat. Als ich begann, Lieder zu schreiben, war ich gerade 5 Jahre alt. Und als ich später dann die erste Platte aufnehmen sollte und die vielen Musiker mit ihren Violinen die Kompositionen spielten, die ich geschrieben hatte, das war ein sehr großes Erlebnis für mich. Es muss wohl schon ein aufregender Moment sein, seine Musik zum ersten Mal vorgespielt zu bekommen. Ihr alle könnt Noten schreiben? Nein, niemand von uns. Keiner von euch? Ich kann zwar Noten lesen, aber nicht schreiben. Ist das möglich? Jetzt staunt er. Hat man mir hier die falschen 4 hingesetzt? Ich habe mir eine eigene Methode entwickelt, indem ich hier oben alle Ideen festhalte. Wo? Hier oben. Alles, was mir wichtig erscheint, speichere ich mir im Kopf.
Und da bleibt es jahrelang. Wenn ich es mir sofort aufschreiben würde, würde wahrscheinlich zu viel Unbrauchbares dabei sein. Haben Sie nicht Ihre Karriere als Jazzsängerin begonnen? Ja, mit 14 sang ich 2 Jahre lang in einer Big Band. So wurde ich eigentlich durch den Jazz stark beeinflusst. In a way, have my roots in jazz music. Ich weiß nicht genau, wie das jetzt ausgehen wird, was ich mit euch vorhabe. Ich habe ein Lied für euch. Ich sehe, ihr tragt öfters Westernstiefel. Und dieses Lied hat etwas damit zu tun. Kennt ihr alle Don't Fence Me In? Ich möchte gerne hören, wie Don't Fence Me In sich auf Schwedisch anhört. Give me a chance. Give me a chance. What is that? Give me a chance. Break. Sie wollen es auf Schwedisch hören? Well, first I'd like to hear it in English. Zunächst hatte ich es auf Englisch hören wollen, wie es die Amerikaner singen, aber... Oh, yes, sorry. Give me a chance. You want the refrain. Låt mig sträva kring i solens ljus. Lås mig in. Låt mig slippa att vara i detta gråa hus. Lås mig in. Med de lösaste tyglar man kör mig så bäst. Där är vi likadana, jag och min häst. What a lyric. Där jag bara är. What is that? So. Vi wollen Musik hören. Musik von... Und mit ABBA. Thank you.
like I always do. 'Cause somewhere in the crowd there's you. Nur ein bisschen Deutsch, aber ich möchte Sie und alle unsere Freunde in Deutschland im Namen von Benny, Annifried und Agneta ganz persönlich und herzlich begrüßen. Nach Supertrooper, und ich denke, dass viele von Ihnen kennen diesen Titel, möchten wir Ihnen nun einen neuen Titel vorstellen. Two for the Price of One. Dankeschön. With no romance
in his life. Sometimes he wished he had a wife. He read the matrimonial advertising they do. The cries for help from different people, different ages. But they had nothing to say, nothing at least not say. Until the day when something special he read. This is what it said. Streak of gold it struck. He said, I read your ad, it sounded rather thrilling. I think a meeting could be mutually fulfilling. Why don't we meet for a chat? The three of us in my flat. I can't forget what I read. This is what it said. Through my fingers all the time. See.
Inspiration, we're a funny party.
hard to see. In the payout of the morning, nothing's worth remembering. It's a dream, it's out of reach, scattered driftwood on a bore.
If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty, what would life be without a song? That's what are we? So I say thank you for the music, for giving it to me. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, thank you for the music, aber kann ich jetzt nur noch sagen, Dankeschön, dass Sie bei uns geblieben sind. Goodbye. Ich habe etwas vergessen, das denken Sie. Hier ist sie, die neue Single von ABBA. Und wie sagt man bei Ihnen, gute Unterhaltung. Und ich sage, auf Wiedersehen. Bye.
ABBA, thanking our audience here, and thanking you. Good night.